Moin, ich bin auch was dösbaddelig. Herzlich willkommen hier zur Sonntagsvormittagsausgabe Let's Play alle 17 Nordfriesisch vierfach 2-1 ohne Gräben. Ich habe gerade geguckt, wo sind denn meine ganzen Mähdrescher hin? Ja klar, die sind ja hier hinten in der Durchfahrhalle. Ach, Mann, dämlich, ey. Echt dämlich bin ich. Egal. So, wir räumen ein bisschen auf und dazu gehört, dass wir den hier mal wegfahren. Hier hin. Verkaufen. Der kommt weg. Brauchen wir nicht mehr. Ausgedient. Dankeschön. Einkaufen. So. Und wo wir gerade dabei sind, da drüben steht noch einer. Der kommt auch weg. Was? Der hat ja. Da lenkt ja die andere Achse noch mit. Das ist ja heftig. Cool. Eigentlich ein cooler Mod. Aber braucht den nicht mehr. Der wird jetzt auch verkauft. Okay. Schauen, was wir noch so haben. Hier schon drin. Nicht. Ja. So. Dann kriegen wir hier jetzt auch eine bessere. Auch nicht. So, ich wollte durchsteppen, wo wir sind. Was wir machen. Ja, er fährt hier wieder planlos in Seattle. Achso, ich dachte, das könnte sogar passen fast. Er sucht also noch. Hier liegen ja dann doch noch ein paar Beine, aber ja, schon nicht so. Ist eben langsam, diese ganze Nummer. Den müssten wir mal sauber machen. Haben wir noch nicht. Haben wir auch noch nicht sauber gemacht. Ja, dann kann der nämlich auch, der steht hier auch schon ewig so rum. Also bestimmt, weiß nicht, will ich sagen 10 Folgen, aber gefühlt schon ewig. So. Die nehme ich weg. Das wird nie was. Da hänge ich dann gleich fest. Ist auch die Frage, ob man unbedingt mit einem Big M solche Rangierarbeiten machen muss. Oder ob man das nicht eigentlich lieber mit einem Traktor macht. Eigentlich. Kann der da so direkt vorstehen bleiben. Er sammelt hier. Gut, er hat jetzt hier wieder die Hälfte Euro bei, ne? Wollte so noch. Da war es vor sich her. Geht von mir aus, soll er machen. Muss er nachher dann nochmal rüber mit dem Ballensammler. Dann sammeln vernünftig.
haben wir denn hier noch? Stahlpaletten? Ja, wie viel Geld ist hier noch? Wird noch gemacht? Keine Kohle mehr. Ist klar. Dann müssen wir Kohle holen. Ich habe am Hof habe ich noch Kohle. Dann machen wir das. Ich würde ja gerne das Schleppdach fertig haben. Okay, es wird schon angefangen zu bauen. Dauert dann schon ein bisschen. Muss mal eben gucken, wie viel Stahl er hier hat. Stahl hat er jetzt die Hälfte. Wird 60% gehabt haben. Auch noch 2. War viel mehr für das Geld hier, aber. Egal. Ist ja nichts. So, wieder ab zum Baumarkt. Und die Geldkassette dahin bringen. Boah, hat durchdrehende Reifen, hängt wieder vorm Haus. Ich weiß nicht, was er da will, ey. Ich dreh durch. Genau wie die Reifen. Na, ich guck gleich mal. Stahlpaletten produzieren wieder. Super. Jetzt kann ich mich um den durchdrehenden genau, ich mach's genau so wie die wie er hier, wie die Reifen. Wo ist der denn ganz hingefahren? Das gibt's doch wohl nicht. Was macht der hier im Wald? Also auch nicht mal eben irgendwie nur so einen halben Meter, dass er irgendwie wenden wollte, sondern richtig, richtig weit. Also
wenn ein anderes Feld ist, wie der gefahren sein muss. Ja, schön. Ja, sollte aufgetankt werden. Ein bisschen hat er ja noch. Gut. Irgendwo was rumstehen. Ein Dingenskirchen. Der hier kann eigentlich mal schon mal zum Hof. Wo sind noch da? Überführung in der Hof. Ja, hier muss er noch zurück zum Hof. Machen wir jetzt. Gleich sind wir da. Gleich ist die Zeit auch schon wieder rum. Unglaublich. Ah, ich will mal eben einen kleinen Umweg fahren. Mal eben gucken, wie viel Grasballen wir jetzt hier eingelagert haben. Was ja mehr oder weniger fast. Naja. Mit weniger zu tun war auf jeden Fall, als wir das sonst haben. 233. Das ist doch nicht so schlecht. Ich glaube, dass die Ultima irgendwie noch ergiebiger ist. Kann das sein, dass die Ultima mehr Ballen macht, als eigentlich da wären? Kann auch nur mein persönliches Empfinden sein. Weiß es nicht. Hier habe ich auch noch eine Idee. Mod. Das dauert noch. Erstmal muss ich hier mein Fahrzeugpaket fertig haben und muss das Zwischenlager getestet haben. Er bremst ja auch noch gar nicht. Ne? Das alles läuft, dann kann ich mich um weitere Mods kümmern. Weitere Lager oder was weiß ich. Zweites auch. Leute,
wenn es euch gefallen hat. Ja, lasst mir einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Ja, würde mich freuen. Genauso freuen tut es mich natürlich auch, wenn ihr mich bei Facebook besucht und auf Homepage. Noch mehr freuen tut es mich natürlich, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet. Zur Sonntagnachmittagsausgabe Let's Play LS17. Übrigens, ey, ihr seid echt der Hammer. Meine Abonnentenzahlen. So krass. Vielen, vielen Dank. Also jetzt an dem Tag, wo ich das hier aufnehme, ist die Abonnentenzahl irgendwie bei, liegen wir bei 770 ungefähr. Das ist so heftig, da hätte ich nie mit gerechnet. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe versprochen, wenn ich 1000 Abonnenten habe, gibt es einen 10-Stunden Livestream. So, nicht an dem Tag genau, sondern irgendwie an einem Wochenende danach, wenn ich Zeit habe. Schauen wir mal, wann, ob ich die erreiche und wenn ja, wann ich die erreiche. Und das sage ich euch auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch und sage ciao.